Ole, ole! Ole, ole! Der FCK ist wieder! 100%ig. Ich liebe den Verein. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Willkommen aus der ersten Zentrale hier in Berlin. Hertha! Bisschen. Genau. Ich gehe mit Magath wieder Holzhacke jetzt. Gehen wir zusammen ein bisschen. Ja, Magath hat jetzt eh keinen Vertrag mehr bei Hertha, Freunde. Also von daher, der ging nur bis Ende der Saison. Die sollten ihm bis auf Lebensende haben, die sollten ihm den Vertrag geben und dem danken. Und wir machen heute auch mit den Teams zusammen ein Hertha BSC Klassenerhalts bei First Guy gegen Tizi Schubech. Wir haben beide eine Icon drin. Ich habe noch zwei Hertha drin und die Jungs haben zwei Bundesligisten. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen direkt zwei von Bayern München, ne? Weil direkt Hardcore, ne? Hertha muss sich beweisen, die müssen es gegen die ganz Großen packen jetzt. Gut, das Problem ist, ich muss die heute noch steuern. Ja, Freunde, bei First Tots. Das heißt, wir kaufen dann eine, sorry, dass es so wackelt, eine Tots-Karte vom Transfermarkt von den anderen Nummern, die besagt wird, gesagt wird. Also wir machen nur Tots. Wenn ihr darauf Bock habt, mehr Tots bei First Guy, Daumen nach oben da lassen. Support ist wichtig und checkt die Folge von Teasy aus. Dort ging es um Kaiserslautern, denn die sind aufgestiegen. Ja. Deswegen geht's Timo heute auch nicht so. Over. Ja, bin ein bisschen im Loch, Jungs, aber ich bin da. Bin da. Das ist das, was zählt. Wenn ihr die Stories von den Teasys nicht gesehen habt, habt ihr was verpasst an dem Tag, wirklich. Da hat man Timo einmal im Jahr aktiv draußen gesehen und nicht auf der Couch. Das ist wirklich grandios. Ich bin öfters grandios, aktiv, wirklich. Und zwar in Heidelberg, du Wichser. jetzt sind wir schon wieder so weit. Soll ich nochmal nach Grünstadt fahren? Soll ich nach Grünstadt fahren? Ja, ich geh mal nach Grünstadt, wunderbar. Geh ich mal grillen mit deinem Vater. Warum? Heidelberg, die Altstadt ist schön, da bin ich auch unterwegs. Gestern noch eine Grillstelle. Ja, ich will ja nur mit deinem Vater grillen. Dein Vater kann doch gut grillen. Ja, warum gehst du nicht? Warum gehst du jetzt so ein bisschen auf Vater? Ich sag doch auch nicht, ich geh in Heidelberg ins Hotel. Nein. Oh, that one there was a violation, personally I wouldn't have been. Wollen wir loslegen mit der ersten Position? Ja! Oh, wir sind auf der ersten Position. Komm, Benji, rein da. 3, 2, achso, Mindestpreis 200.000, ne? Ja, ist drin, hopp, rein, bin drauf. Sag eine Nummer. Sag mir eine Nummer. Ich hab nur eine einzige Karte. Du nimmst die Nummer 8. Perfekt, haben wir doch. Kauf mal, aber stell. Also, ich hab mein. Kauf ich den hab aber lieber, ne? Nein. Weil. Haben wir den nicht noch? Stellen rein, halt da schon. Hertana! Berliner! Brandenburger! So! Das ist egal. Das Splash Benji ist wieder so. Nächste Position. Splash Benji ist da, Freunde. Ich will Splash Benji. Ready for takeoff? 3, 2, 1. Yalla Habib. Warte, muss auch. Ja. Habib. Gut, sag ihm schon mal neu. Ich stell ihn noch ein. Wo ist ein LM? Wo ist ein LM? Ich seh nix. Bro, sag bitte. Du schon mal eine Nummer einfach. Boah, du Scheiße. Du kriegst die 4. Oh, lecker Schmecker. Meine Freunde, sag ich euch. Das ist der. Der. Boah, wunderbar. Der nimmt ja auch die 4. Bei uns ist eine geisteskranke Seite, Digga. Also ohne Scheiß. Sag auch was. Die 4. Auch die 4. Auch die 4. Ah, Nummer 4 as well, my friend. Timau, ich sag's dir, open und early können wir da verlieren hier, ne? Nee, ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen. Weißt du, was geil ist? Dieses Jahr gibt's wieder Hertha gegen Schalke. Da freue ich mich wirklich drauf, Freunde. Das wird wieder wunderbar. Auch wenn ich nicht wieder ins Stadion immer gehen kann, ich hab trotzdem Bock. Ich werde die Jungs dieses Jahr supporten. Dieses Jahr wird, nächstes Bundesliga-Jahr wird ein Jahr sein, da gucke ich auch mal ein paar Spiele von den Jungs. Gut, wir können nächste Position. Bist du ready oder wie ist es? Ja, nächste Position, wir sind drauf. Oder was? Ja, sag was, sag was, sag 3, was. 3, 2, 1, ja, lachen wir. 10. Du hast doch RM. Ach scheiße, wir haben ja RM. Quatsch mit Soße, ajo. Okay. Bist du drauf? Dann sind die 10 beim nächsten, ja. Was brauchen wir? Ich bin verwirrt. Ja. Das hat man doch schon. Ja, mal Nummer. Okay. Ja. Also wir die 10 und du die 2. Ui, Memo. Haben wir den? Nee, ich glaube nicht, oder? Stabile Stats, Baby. Boah, ja, wie sieht aktueller Zwischenstand aus bei euch? Teuer, sehr teuer. Teuer, aber sehr gut. Wie viel Chemie? Ich glaube schon 61 oder so. Ich bin schon auf dem Transfermarkt, kann ich dir gerade sagen. Was? 60 ich habe 36. Schon. Ich habe halt die Hertha-Spieler nicht so gestellt, dass sie zueinander linken. Ich mache nicht so den Insi-Modus. Das ist Quatsch. Ready, ich bin drauf. Sag eine Zahl. Sag was. 1. Sag was, komm. Ui, sag was, geil. Und du? Cool. Kenne ich zwar nicht die Karte, aber cool. Die Nummer 8. Immer die 8? Warum nimmst du immer die 8? Hammer, aber ich finde das eine sympathische Zahl einfach. Warum flamest du denn jetzt die Nummer 8? Was kann die denn dafür? Boah, ole, ole, ola. Deine Mama ist jetzt wieder da. Okay, gehen wir mal auf die Torwartposition hier bei uns.
Ja gut, dann geh ich mal hier auf die Zatten-Position. Okay, wir sind drauf. Da bin ich ready. Bei uns 3, 2, 1, let's go. Bei uns ist alles dasselbe. Du nimmst die, Mama, was nimmst du? Die 10. Komm, die 10. Haben wir doch die Mauer noch. Mamacita. Oh, Mamacita. I going crazy. Meine Mama beiden ZF. She blows my mind. Oh, Mamacita. Give me your daughter. Reich eins aufs Maul. Okay, wir gehen nächste Position. Oh nein, ich hab schon gedrückt. Ihr seid schon, drauf. Ihr seid schon wieder. Ich bin auch noch gar nicht ready. Ich bin hier noch am Kaufen von meiner Karte, meine Freunde. Ach, Benji. Ja, bleib ruhig drauf. Ich kann doch schon eine Zahl sagen. Nee, nee, das ist, nee, ist auf Kacke fürs Schneiden. Lass uns doch gemeinsam drauf. Ja, lass. Ist nicht Kacke fürs Schneiden. Ich schneide sie alles rein. Lass uns alle deine Inkompetenz sehen, Simon. Die kennen alles doch reingeschnitten. Alle. Kannst du ruhig machen, die kennen. Die wissen warum sie auch nicht. Warum bist du so am Haten, Digga? Seid immer glücklich. Nee, ich will auch mal, dass die Leute. Ich will auch mal, dass die Leute verstehen. Ganz Deutschland wollte zwar, dass Hamburg aufsteigt, aber ihr habt es halt gepackt irgendwie. Ja, die Lieblingshauptstadt. Muss man, dass der Kevin Prinz die Aufstellung gemacht hat und reden, was ein Hertha. Und der Kevin Prinz hat Felix, Felix-Abi ist es. Felix-Abi ist ja auch der Einzige. Wundert mich, dass du überhaupt weißt, wer da überhaupt Trainer ist bei Hamburg. Ja, sick, Delan. Wer ist Trainer bei Stuttgart? Timo Schulz. Perfekt, Digga. Jungs, wir gehen weiter. Ich kann nur eine Karte kaufen. Ja, bei mir ist derselbe. Okay, dann. Zwei. Komm. Oh, den haben wir doch, den Mann. Habt ihr auch wieder die Hure Lörres im Tor? Ja, das ist der Einzige. Ja, natürlich. Das ist der Einzige, natürlich. Da sehe ich mal, was ihr Torhüter mittlerweile wert sind, lange. Nicht mal so ein Naja oder sowas, ich da auch dabei. So, wir könnten wieder reingehen. Ja, ich bin auch ready for Takeoff. 3, 2, 1, let's go. 3, 2, 1, meins. Okay. Ist okay. Komm, was Gutes? Gib uns was, Benji, du zuerst unsere Zahl. Nimm mal die Nummer 8. Immer mit seiner 8. Warum preist die mal den Hammer an? Das ist eine schöne Zahl. Wenn du die nämlich unten, wenn du die schräg legst, dann siehst du mein Vermögen. Du nimmst die 7. Oh Mann, das ist ein ZM im Sturm. Jetzt, was soll das denn? Alter, wird das teuer, ne? Also wir sind schon bei 82 Chemie. Jetzt im Ernst? Ja. Wir haben You got to be trolling me, Mike. 3-5-2 Aufstellung. Oh, now he's in it. So, in it. Letzte Position. Ist bei dir verchinkst, oder was? Ganz schön cringe, da kann ich jetzt nicht so relaten. Wir sind bei der letzten Position. Ich habe 44 Chemie, by the way. Mega geil, mega cool, mega super. Und wir drücken drauf. Take-off für die letzte Position. Ja, dann drück doch einfach mal. Dann nimm doch du die 8. Dann nimm du doch auch einfach die 9. Haben wir den? Ich glaube, ich habe den teuersten, die teuerste Nicht-Icon-Außenverteidiger. Ja, haben wir noch. Warum, was soll die Scheiße? Okay, unser Team steht. Unser Team steht und es sieht ganz gut aus. Ja, es gibt hier ein Problem in der Area gerade. Ich hab nicht genügend Coins für einen Ausverteiler, bin ich ehrlich. Was machen wir denn da jetzt? Was soll ich machen? Soll ich Bronze reinstellen oder ihr habt die freie Wahl, sag ich euch, wie das ist. Ihr entscheidet. Ich stell Bronze rein. Ja. Wenn man es nicht leisten kann, Pech gemacht. Du dreckiger Drecknutten. Sorry, aber ganz ehrlich, wenn man mit der großen Pinkle will und es nicht kann, so. Dann muss man sein Beinchen halt mal einen kleineren Baum heben. So, wir gehen rein, Freunde, let's go. Was habt ihr so? Sidan, ey, was ist das denn für eine Lücke? Danke. Ja, macht jetzt viel Puffer. Ich spiele jetzt halt mal dieses Firenze da. Mit Petri haben die wirklich gut hingekriegt. Richtig? Wow. Was ist da noch hier? Oh, nein. Ja! Ja! Abo! Oh fuck, wurde ich gefickt! Ja! Vom ZM, das war so klar. Es war so, ich hab da nur drauf gewartet gerade und der rutscht auch noch aus, jawohl. Das ist das erste Mal, dass ich Vieira spiele dieses Jahr. Vielleicht ist es? Direkt nach 2 Minuten ein Tor gekriegt. Baby, Vieira? Prime. Was ist das für eine Verteidigung, hä? Das ist ja mies Scheiße. Das Game habe ich heute Nacht angestellt. Wenn das ein Spiel ist, dann mach das. Habe ich heute Nacht ein bisschen Angst. Aber der ist stark von der Box, ne? Was ging da jetzt los? Ja, aber der hat auch echt Probleme da. Befricht? Prinz Kevin! Nee, nein, Kevin! Wo steht denn der? Hat er noch einen Browser? Boah! Was war das für eine Flanke? Was ist das für eine Flanke gewesen? Komm, Konrads. Ja. Winter! Oh, mach doch die Ballrolle, du dummer No. Vini, habt ihr auch noch Tots oder was? Kein Abseits. Geh durch, kein Abseits. Was ist das denn? Der schießt auf die kurze Ecke. Ja! Ich hab den Torwart auf die kurze Ecke gestellt! Die ist kalt vorne drin, ne?
Hey, komm auf diese neue Connection hier nicht klar. Alter. Ist aber auch scheiße ist das, wirklich. Doch, geht aber auch alles aber auch bei euch. Swapback spielt. Ja. Da ist immer noch Zimmer. Packst du es? 4-1 können wir die Runde kriegen. Scheiße. Scheiße. Hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, die Halbzeit für mich. 2,3 erwartete Tore steht da. EA Sports kennt meine Kaltschnäuzigkeiten nicht. Wahrscheinlich gibt's ja wieder direkt die Quittung. Die riecht aber relativ nach Bier, die Duftbarge. Nach Bier und Jäger. Da ist sie direkt! Da ist sie direkt! Ach, ich lieb dich, Timo! Früher warst du mal so einer, der eine 47. ein Tor geschossen hat. Heute krieg ich sie eine 47. Jo, abfort! Was will ich machen? Eine Duftmarke setzen aus der Entfernung. Aber ihr spielt seit schon immer. Ihr habt immer einen Spielstil, den ihr immer durchzieht. Das ist auch wichtig, ne? Eigenes Spielstil, Felde, nicht den von anderen. So geht's auch um die Persönlichkeit. Nicht von anderen das übernehmen, sondern selbst einfach. Ey, du Drecksack! Sich selbst sein. Naja, vielleicht auch mal sich selbst einen Duden kaufen. Sei du selbst. Weil alle anderen gibt es schon. Sino, bist du es, oder was? Ich mach gar nichts, ne? Benji ist da, wo er sein muss. Super, Lörr ist Hamenako, Jung! Die Maul läuft heiß gerade. Petri macht's wirklich gut vorne in der Box. Hey! Oh, ich krieg dich anvisiert! Ja, was ist das denn? Der ist schon stehen geblieben. Wie er abbremst, ne? Mann, Prinz, ich bin ehrlich! Ist Zeit für dich zu gehen! Petri macht wieder kalt. Ihr habt so einen monotonen Spielstil, es ist so trocken. Monoton, immer kein Stereoton. Warte, der Quatsch Comedy Club hat angerufen. Ah, heute ist leider alles ausgebucht, aber in den 70ern wäre noch was frei. Sein ältester Witz ist das im Quatsch Comedy Club. Das ist bei deinen Witzen, muss ich den leider immer wieder bringen. Hey, bitte schießen einer rein dafür, für das dumme Geschwalle da drüben. Digga, das Spiel will mich verarschen. Ja, und das Spiel ja. will mich verarschen. Gut, ja. Es will mich verarschen! Schön, danke schön dafür. Ja! Drei Picks für wirklich. Das ist die traurigsten drei Picks, die ich jemals gekriegt habe. Vier Picks, bitte. Vier Picks, bitte. Guck mal, ich kann nichts tun. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts tun. Das ist peinlich. Das tut richtig weh. Wie fandest du das auch, an ich gerade so beliebt habe? So, dass ich vorher die Ansage rechts von dir ins Ohr, da habe ich gewusst, ich muss nochmal liefern, Digga. Geh doch nochmal aufs zweite und drücke noch einer rein. Ja! Ja! Sommer Hütchen hat reingemacht, Robe. Gut, da waren aber ein paar schöne Kandidaten, waren ja, bei war dabei, ne? Ich bin schon fertig. Soll ich vorlegen? Leg du, schieß zwei Mal rein in die Gartenlaube. Linke Innenverteidiger und rechtes Mittelfeld, RM. Dann nehme ich. Was hast du genommen? Linke Innenverteidiger? Linke Innenverteidiger und RM. Dann nehme ich beide Stürmer. Herr Wurz! Hugo Lori, Fred. Oh! Für 500.000, Boyata und Araujo. Oh. Wunderbar. Haste! Bin ready. Schießt's ja. ab! Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, oder? Ich meine, Fred tut weh, aber es hätte noch schlimmer kommen also das können. Fred tut weh, ja. Das. Aber es tut mir eher weh, weil ich finde, in dem Gameplay hätte ich nicht verlieren müssen. Aber das hat da gar nichts mehr geklappt. Das ist halt hier im Plan. Vier Tore Unterschied, weiß ich jetzt nicht, ne? Ob man da hätte nicht verlieren müssen, weiß ich dann jetzt auch nicht. Allerhaupt, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.